Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Sportfotografie Podcast Sport Moments. Mein Name ist Robin Huth, ich bin Motorsportfotograf und ich möchte euch in dieser Folge erzählen, was ich in den letzten Wochen gemacht habe. Die Folgen kommen ja im Zwei-Wochen-Takt raus und in der ersten Folge war ich ja am Nürburgring beim dritten Rennen der Nürburgring Langstreckenserie und danach das Wochenende, direkt im Anschluss, war das CrowdStrike 24 Hours of Spa. Und dort bin ich auch vor Ort gewesen, leider ohne Akkreditierung. Und was ich dort erlebt habe, das erzähle ich euch in diesem Podcast. So, dann starten wir auch direkt in die Folge. Und zwar bin ich am Freitag, ich glaube es war der 29. Juni, bin ich abends bei mir zu Hause losgefahren. Ich habe nur circa eine Stunde Anfahrt bis nach Spa und die Jungs von Herbert Motorsport, da sind zwei Kumpels von mir, arbeiten da und ich bin dann zu denen gefahren. Bin dann circa eine Stunde dahin gefahren. Als ich in Spa angekommen bin, war schon ein recht großer Andrang am Parkplatz, aber ich habe es dennoch geschafft, durch den Verkehr durchzukommen. Das war jetzt nicht so eine Katastrophe wie am Nürburgring. Vom Nürburgring möchte ich euch auch irgendwann noch mal erzählen, weil dort habe ich am Nürburgring, war ich auch mit dem Kollegen, da habe ich fünf Stunden haben wir dort im Stau gestanden, an dem Renntag, an dem Samstag, und wir haben es gerade so zum Start an die GP-Strecke geschafft. So, aber in Spa war das ganz anders. Da bin ich dann einen Freitagabend angereist und dort war dann Training. Da war erster Lauf der GT4, genau. Ich meine, oder war es Training? Weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall sind die GT4 gefahren und ich bin dann runter in die Box gegangen zu den Jungs von Herbert Motorsport. Hab dann dort ein paar Fotos gemacht in der Box. Die sind dann, die sind nochmal Warm-up gefahren dann den Abend. Und den Abend habe ich dann auch mit einem Kumpel verbracht. Bin mit dem, haben uns die GT4s angeguckt, sind hoch Richtung Eau Rouge auf die Tribünen gegangen. Dort habe ich ein paar Fotos gemacht. Und eigentlich ist an dem Abend nicht viel mehr passiert. Wir sind danach den Rennen nochmal in die Box gegangen und haben nachher mit dem Team noch ein Bier getrunken. Das war es eigentlich schon von dem Freitag, weil ich bin nach der Arbeit direkt dahin gefahren und Freitag war halt dann nicht mehr viel. Den Samstag bin ich dann relativ früh angereist, ich habe vom Team dann ein P1-Ticket bekommen für den Parkplatz, bin dann, ich glaube um 11 Uhr war ich da. Auf dem Weg dahin bin ich noch in Malmedy gewesen. Dort war ich fürs Team dann Pappteller holen. Also irgendwie jedes Jahr bringe ich die Pappteller mit. Und dieses Jahr habe ich die halt in Malmedy geholt. Und bin dann auf P1 gefahren und bin dann rüber in die Boxengasse gegangen. In der Box habe ich dann ein paar Fotos von den Vorbereitungen gemacht. Und bin dann bis zum Rennstart eigentlich dort geblieben. Den Rennstart habe ich mir in der Box angeguckt. Und wir durften dann auch, eigentlich war ja dann hier Gridwalk. Und ich bin dann auch in der Box bis an die Boxenmauer gegangen, dass man halt die Strecke sehen konnte. Hat auch kein Marshall irgendwas gesagt oder so. Die haben da einen hantieren lassen. Und wir sind dann einfach ein bisschen da hoch und runter gelaufen, ein paar Fotos gemacht, haben den Start dann von der Box aus geguckt, weil die Tribünen waren relativ schnell voll und ich finde, man kann den Start fotografieren, aber ich finde den Start eigentlich irgendwie immer langweilig. Also ich meine, die fahren 24 Stunden, da ist der Start jetzt eigentlich relativ uninteressant, finde ich. Ich habe den Start dann in der Box vom Monitor ausgeguckt und bin dann relativ nach den ersten Runden dann meine große Runde gelaufen und bin dann auf die erste Tribüne unten in dem Knick in der Eau Rouge gegangen, habe dort ein paar Fotos gemacht. Von dort aus bin ich dann
durch den Wald gelaufen bis hinten. Ich weiß nicht, ich kann euch nicht sagen, wie die Streckenteile alle heißen. Das ist so eine Doppel-Linkskurve. Ja, da kommen die Autos oben aus der Schikane, dann fahren die ja einmal eine ganz lange Rechtskurve und dann kommt die Doppel-Links. Und dort kommt man dann aus. Da steht man so ein bisschen erhöht auf so einem, wie nennt man es? An so einem Hang quasi, kann man sich in diesen Hang setzen und man kann, und oben an dem Hang entlang geht so ein Weg. Da bin ich dann langgelaufen bis hoch Richtung Schikane und habe von dort aus ein paar Fotos gemacht. Das ging mit Sonne, ging das Rennen los und das hat sich relativ schnell zugezogen, bis es irgendwann so ein bisschen anfing zu tröpfeln. Und das Doofe ist halt, man kann zwar dann die ganze Zeit fotografieren, aber in Spa, beziehungsweise die GTBC, die macht ja diese Full Course Yellow, und wir hatten in den ersten paar Stunden relativ viele Full Course Yellow Phasen, wo wirklich eigentlich ein richtiger Rennbetrieb gar nicht zustande gekommen ist. Wir hatten in den ersten Stunden, ich glaube, jede Stunde mindestens eine Full Course Yellow. Insgesamt waren es, glaube ich, 22 Full Course Yellow Phasen. Das heißt, dass da mindestens jede Stunde eine gekommen ist. Bei 24 Stunden und 22 FCY Phasen weiß man, dass das jede Stunde der Fall war. So war das auch dort, dass relativ oft Full Course Yellow war, und dann sind die Autos halt, ich glaube, 120 gefahren. Und dann kam erstmal wieder das Safety Car raus, dann sind die dann zwei Runden hinterm Safety Car lang gefahren und dann ging das wieder in den Rennbetrieb. Und in der Zeit muss man halt dann jedes Mal warten, und es hatte sich in den ersten Stunden dann wirklich so weit entwickelt, dass die dann gerade wieder losgefahren sind und dann hat es dann sofort wieder eine Full Course Yellow gegeben, und Safety Car war jetzt um nur 120 km/h Autos zu fotografieren, dann kann ich auch auf die Autobahn fahren. Und da haben wir das Ganze auch. Das Problem war halt, dass die Nacht, beziehungsweise der Regen auch langsam kam und dass sich alles etwas zugezogen hat und dass alles etwas dunkler wurde. Ich finde, in Spa kann man relativ gut fotografieren. Man hat zwar überall den Zaun dazwischen, und man hat auch einen doppelten Zaun. Also am Nürburgring ist das ja meistens so, dass der Fiat-Zaun, direkt hinter der Leitplanke kommt der Fiat-Zaun und dahinter stehen direkt die Zuschauer. In Spa ist das anders. In Spa ist die Leitplanke, und hinter der Leitplanke kommt dann der Fiat-Zaun, und hinter dem Fiat-Zaun steht nochmal ein Zaun, wo man dann als Zuschauer hintersteht. Das ist einfach nur so eine Art Gartenzaun, so ein grüner Stabzaun. Oder so ein Maschendrahtzaun gibt es ja auch. Die stehen da auch relativ viel rum. Nur oben in der langgezogenen Rechtskurve hinter der Schikane, da ist dann komplett nur Maschendrahtzaun. Und da kann man sehr gut über den Zaun fotografieren und hat den Zaun dann nicht. In dem Bild. Ja, so. Ich bin dann quasi den Berg hochgelaufen bis oben an die Schikane, musste nochmal unter der Strecke durch, und dann bin ich die ganze Kemmel runtergelaufen, bis ich wieder irgendwann an der Rouge-Tribüne angekommen bin. Ich habe oben in dem Wald kurz vor der Rouge-Tribüne habe ich nochmal ein paar Fotos gemacht, und zwar im Wald. Ich habe mich etwas weiter hinten in den Wald reingestellt und habe dann so Langzeitbelichtungen gemacht oder Mitzieher gemacht hinten durch den Wald, also quasi die Bäume im Vordergrund, im Hintergrund dann das Auto, und das wurde dann durch diese ganzen Bäume und das ganze Grün etwas verwischt. Sieht ganz, also ich finde, da sind richtig mega gute Fotos bei rumgekommen. Ich hatte aber auch irgendwie an dem Wochenende das Problem, dass ich voll viele Fotos nicht scharf bekommen habe. Ich kann euch aber auch nicht sagen, woran es liegt. Beim NLS-Rennen hatte ich dann wirklich noch Fotos, das ganze Auto scharf, und jetzt in Spa hatte ich irgendwie immer, die Front war dann scharf oder die Startnummer war scharf und der Rest war irgendwie verschwommen. Ich glaube, es hat irgendwas mit der Blende zu tun. Ich bin mir aber noch nicht ganz sicher, was. Es war teilweise ja ziemlich sonnig und hell, dass ich teilweise eine Blende von 22 eingestellt hatte. Und das ist natürlich relativ
hoch für die Kamera beziehungsweise für das Objektiv. Und ich habe jetzt einen Hoya-Filter bestellt, einmal einen ND-Filter und einen CPL-Filter, und die werde ich jetzt am Wochenende mal ausprobieren. Da bin ich auch mal gespannt. Leider war ich für das Rennen nicht akkreditiert. Das heißt, dass die Fotos auch nur auf Instagram landen werden oder auf meiner Homepage und sonst eigentlich nirgendwo. Aber es gibt noch was anderes zu erzählen. So, ich würde sagen, wir bleiben aber jetzt erstmal noch in Spa. Und zwar bin ich ja, ich habe ja gerade eben gesagt, dass ich von der Urush-Tribüne zurückgekommen bin, weil langsam hat sich der Regen wirklich zugezogen und es war ein heftiges Gewitter unterwegs. Und deswegen bin ich zurück in die Boxengasse gegangen. Es fing auch, als ich angekommen bin in der Boxengasse, fing es an, wirklich an, richtig zu regnen. Und das wurde natürlich dann auch für die Teams und die Fahrer richtig schwierig. Und ich habe dann ein paar Fotos aus der Boxengasse gemacht, habe die Fotos, ich durfte ja, also in Spa gibt es eine extra Linie, also eine rote Linie, da steht Pitlane drauf und du darfst als Zuschauer bzw. als Teammitglied darfst du diese Linie nicht übertreten, wenn du keinen Rennoverall an hast. So ist das beim 24-Stunden-Rennen auch und so ist es in Spa halt eben auch. Und ich habe dann die Zeit genutzt und ein paar Fotos gemacht. Ich war ja bei Herbert Motorsport in der Boxengasse, hatte aber auch, also direkt neben uns war Lionspeed und die Pure Racing Mannschaft. Und daneben war die, wie heißt die Mannschaft nochmal? Nicht Pure Racing. SSR, Herbert SSR war daneben. Und da habe ich auch ein paar Fotos gemacht. Der Herbert ist dann leider, also Herbert Motorsport ist dann leider gegen, ich glaube, 23 Uhr oder 0 Uhr, sind die wegen eines Unfalls rausgeflogen. Das Auto kam dann oben in der, nach der Kemmel, in der Schikane, ist der Motorsport, Herbert Motorsport, was sage ich hier eigentlich, dem ist einer hinten draufgefahren und deswegen kam das Auto rein. Und dann hat die Crew dann schnell geguckt und hat gesagt, nee, das hat keinen Sinn mehr, wir wollen jetzt hier kein Geld verbrennen, wir stellen das Auto ab. Ja. Dann habe ich das Rennen quasi noch vom Boxenmonitor aus ein bisschen weiter verfolgt, bis dann gegen 3 Uhr der Regen dann erstmal ausgesetzt hatte. Und dann bin ich zum Auto gegangen und bin nach Hause gefahren. So, eigentlich wollte ich danach den Tag dann auch nochmal hin, aber ich war halt so müde und so kaputt, dass ich gedacht habe, komm, bleibst du zu Hause, bearbeitest du ein paar Fotos. Und das war's dann auch. Ja, das war das Rennen in Spa. Dann habe ich noch ein paar weitere Sachen zu erzählen. Ich hatte ja das dritte NLS-Rennen fotografiert und habe die Fotos auch direkt an die Agentur geschickt. Und es hat, glaube ich, ja, also bis Dienstag oder Mittwoch gedauert. Samstag war das Rennen. Dienstag oder Mittwoch hat dann ein finnischer Sportsender bzw. Sportberichterstatter hatte dann ein Foto gekauft und dies auf seiner Website veröffentlicht, und damit konnte ich dann meine erste Veröffentlichung nachweisen, und dadurch habe ich auch jetzt kommendes Wochenende die Möglichkeit, beim Truck Grand Prix am Nürburgring zu fotografieren. Die Akkreditierung habe ich bekommen und das heißt, dass ich den Truck Grand Prix fotografieren werde. Und auch die ADAC GT Masters. Ich habe dann noch explizit nachgefragt, ob die Akkreditierung auch für die GT Masters ist. Und sie ist fürs ganze Wochenende. Wir haben jetzt heute Donnerstag, den 11. Also heute geht der Truck Grand Prix los. Und ich bin ab Samstag bis Sonntag bin ich vor Ort. Ich denke mal, ich habe mir überlegt, ich mache vielleicht so eine Spezialfolge, wo ich das Aufnahmegerät mal mitnehme, direkt mit an die Strecke, und dann mache ich so einen Live-Podcast, habe ich mir mal überlegt, wenn die Zeit das zulässt. Ich denke mal, im Truck Grand Prix, ich habe auch von meiner Agentur den Hinweis bekommen, dass ich nicht zwingend die Fotos direkt nach dem Start und vor Ort noch hochladen muss. Es reicht auch, wenn ich das abends mache. Das heißt, dass ich dann abends genug Zeit habe, die Fotos hochzuladen,
Weil es ist dann im Motorsport doch dann so, wenn man jetzt nicht gerade DTM oder Formel 1 fotografiert, dass man dann doch schon etwas mehr Zeit hat, die Fotos vorzubereiten. Und die müssen nicht punktgenau wie beim Fußball, sag ich mal, wenn Bayern gegen Dortmund spielt und Dortmund schießt ein Tor, dass das Foto direkt in der Agentur landen muss, damit die das verkaufen können und das direkt in die Medien kommt. So ist es jetzt beim Motorsport nicht. Beim Motorsport hast du halt wirklich die Zeit, noch die Fotos abends zu bearbeiten. Wenn jetzt so ausgefallene Sachen passieren, wie jetzt zum Beispiel ein Crash oder sonst irgendwas, die Fotos, die kann man sofort in die Agentur schicken, dass die es direkt parat haben. Aber ich muss jetzt da nicht sofort die Fotos hochladen. Das heißt, ich würde gerne das Aufnahmegerät mitnehmen und würde euch dann vor Ort einen Live-Podcast schicken, den ihr dann auch vielleicht die Woche danach schon hören könnt. Also heute ist Donnerstag, ich denke mal, dass es heute diese Folge noch online geht. Und dann werde ich die nächste Folge auf jeden Fall dann nächste Woche schon hinterher schicken. Eigentlich habe ich ja gesagt, ich mache das zweiwöchentlich, aber mal schauen. Ja, dann kommen wir nochmal zu dem Problem mit dem Filter. Ich hatte jetzt in Spar das Problem, dass ich relativ viele Fotos einfach unscharf hatte. Das heißt, entweder war die Front des Autos scharf, das Heck des Autos scharf, die Startnummer scharf, aber irgendwas von beiden war immer verschwommen. Egal, was ich für Einstellungen benutzt habe, ob ich eine 81. Sekunde genommen habe, eine 150. Sekunde oder eine 30. Sekunde, irgendwie kam ich mit den Einstellungen nicht parat. Das war ein bisschen frustrierend, das hat mich ein bisschen runtergezogen und habe mir gedacht, ob das wirklich noch so Sinn macht, so weiter zu fotografieren. Ich habe schon die ganzen Kameraeinstellungen ausprobiert und rumgeguckt und alles. Und ich hoffe, dass das jetzt am Wochenende besser wird. Dann habe ich mir halt auch ein paar Filter bestellt. Was ich auf jeden Fall bestellen wollte, waren CPL-Filter. Mir ist beim NLS-Rennen und jetzt auch in Spa aufgefallen, dass doch die Frontschutzscheibe und die Dächer der Autos sehr stark den Himmel widerspiegeln. Und das möchte ich halt durch diesen Filter rausholen. Das kann man schlecht in der Nachbearbeitung machen. Und außerdem ist das relativ aufwendig, das alles in der Nachbearbeitung zu machen. Deswegen habe ich gedacht, komm, bestell dir mal einen Filter und dann probierst du es mal aus. Der Filter ist nicht gerade günstig. Es gibt ja so Hersteller wie K&F Concept oder wie sie heißen und die ganzen Amazon-Filter und Newer oder wie die alle heißen. Das sind alles so günstige Filter für 30, 40 Euro. Ich habe jetzt 110 Euro für diesen Filter bestellt, weil da erwarte ich auch etwas von dem Filter und ich möchte diesen an diesem Wochenende mal testen. Des Weiteren habe ich noch einen variablen ND-Filter mit 9 Blendenstufen gekauft und diesen möchte ich dann auch einmal ausprobieren. Ja, wie es dann nun weitergeht, das erfahrt ihr dann nächste Woche, wie die Filter performen, das erfahrt ihr auch nächste Woche und da würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid und bis dahin auf Wiedersehen oder auf Wiederhören. Wir hören uns ja nur. Tschüss.